Hallo, heute Nacht versuche ich, die Stroboskopröhre EN10 von Ferranti in Betrieb zu nehmen. Diese Röhre ist schon seit mehreren Jahren in meiner Sammlung und wurde bis jetzt noch nicht getestet. Der Neuberger alleine ist etwas unzureichend zum Test, deshalb benötige ich eine Impulsquelle. Dazu direkt eine Vorwarnung. Sollte die Röhre funktionieren und der Test, die Röhre emittiert ein stroboskopisches Licht. Alle, die Probleme haben mit Epilepsie oder pulsierenden Lichtquellen, sollten dieses Video jetzt stoppen. Die EN10 braucht wie gesagt eine Impulsquelle. Die baue ich auf nach Datenblatt. Zu dem Datenblatt selbst kommen wir gleich. Ich nutze dazu eine ECC81 aus meiner Sammlung für einen astabilen Multivibrator. Den erkläre ich gleich. Ja, schauen wir mal, was passiert. Die EN10 kann im Neuberger alleine nicht korrekt getestet werden oder nur unzureichend getestet werden. Ich nutze deshalb eine Schaltung aus dem Datenblatt, ein astabiler Multivibrator mit Hilfe einer ECC81. Wie diese Schaltung funktioniert, erzähle ich gleich. Ich werde sie eventuell etwas modifizieren. Dazu habe ich mir eine ECC81 aus meiner Sammlung ausgesucht, die einigermaßen guten Anodenstrom hat. Das Auswahlverfahren habe ich jetzt nicht aufgezeichnet. Ich teste mit den Daten der Messkarte, also 200 Volt Anodenspannung bei minus 1,5 Volt Gitterspannung. Der Sollwert sollte 10 Milliampere sein. Ein bisschen die Spannung nachregeln. 200 Volt, 1,5 Volt auf dem ersten System und minus 1,5 Volt auf dem zweiten System. Bei 12,6 Volt Heizspannung, da ja die Heizfäden in diesem Fall in Reihe geschaltet sind. So, während ich gelabert habe, hat sich der Anodenstrom auf ungefähr 7,9 mA stabilisiert. Im zweiten System auf 7,5. Also insofern sind beide Systeme einigermaßen brauchbar. Und kommen wir jetzt mal zum Aufbau der Schaltung. So, der erste Teil ist aufgebaut, der Multivibrator. Das Setup ist wie folgt. Links ist das Hochspannungsnetzteil, zurzeit auf 240 Volt angestellt. Oben ist das Oszilloskop und natürlich wie üblich eine Uhr. Es ist zurzeit 2:44 Uhr nachts. Das Voltmeter, das die variable Spannung der Ableitwiderstände zu den Gittern anzeigt. Und der eigentliche Multivibrator. Auf dem Steckbrett aufgebaut ist nicht wirklich schön, aber es ist zu Testzwecken und die Schaltung soll auch nicht ewig halten. Und das ist besagte Schaltung. Die ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Das ist die ECC81. Die Anoden kommen von der positiven Betriebsspannung über einen 47 Kiloohm Widerstand. Die Kathoden gehen direkt aufs 0 Volt Potenzial. Die Steuergitter gehen über einen 1 Megaohm Ableitwiderstand, beide zur selben variablen Spannung. Diese kommen aus einem 50 Kiloohm Widerstand, Potentiometer. Dieses hängt auf einer Stelle auf dem 0 Volt Potenzial und auf der anderen Stelle auf der positiven Spannung. Sowie zwei Kondensatoren. Die Kondensatoren enden auf den Anoden und führen jeweils zum Steuergitter des anderen Systems. Ich habe jetzt 100 NF gewählt, damit die Frequenz noch im sichtbaren Bereich liegt.
Die von Ferranti vorgeschlagenen Werte gehen schon in nicht sichtbaren Frequenzbereich, also nicht mehr mit dem bloßen Auge sichtbaren Frequenzbereich von ca. 600 Hertz auf den Maximalausschlag. Und das jetzige Setup reicht ungefähr von 2,5 Hertz bis ungefähr 17 Hertz. Die positive Betriebsspannung wird über zwei RC-Filter etwas stabilisiert. Fokus kommen. Einmal über den 10 Kilo-Ohm Widerstand zum 32 Mikrofarad Elko und dann mit dem 47 Kilo-Ohm Widerstand zum 32 Mikrofarad Elko, was eine relativ stabile Spannung erzeugt, weil vorne dran wird es elektrisch später sehr laut, wenn die EN10 anfängt zu schalten. Das Ganze sieht jetzt auf dem Steckbrett wieder so aus. Ich schalte mal die Betriebsspannung ein. Und man sieht auf dem Oszilloskop, es ist leider mit Handkamera, das ist anders nicht einrichtbar. Ich habe ungefähr 2,42 Hertz. Ich zeige jetzt nur das Steuergitter einer Röhre. Das ist jetzt die Spannung, die am Potentiometer eingestellt ist. Ich bin jetzt auf fast 0 Volt. Das hier ist das besagte Potentiometer. Und meine fliegende Messstrippen. Wenn ich jetzt das Putti, ich versuche mal das Messgerät und das Oszilloskop etwa ein Bild zu bekommen. Wenn ich jetzt den Widerstand erhöhe, also die Spannung Richtung positive Betriebsspannung erhöhe, sieht man, dass die Frequenz immer schneller wird. Die Maximalspannung ist ungefähr bei 70,5 Volt und die Frequenz liegt jetzt bei ungefähr, ja, da tütata. Die Frequenz liegt jetzt ungefähr bei 11 Hertz. Und man sieht jetzt auch, wie die Schaltung arbeitet. Ich gehe nochmal zurück auf die geringste Spannung und schalte jetzt den zweiten Kanal hinzu. Und man sieht, dass die beiden Steuergitter fast spiegelverkehrt angesteuert werden. Und das ist auch der Grund, warum diese Schaltung oszilliert. Weil sobald eine Anode nicht mehr leitfähig ist, wird natürlich die Spannung auf der anderen, als anderen Gitters, natürlich dann jetzt durch den Widerstand und die Vorspannung natürlich entweder auf 0 Volt gezogen. Somit wird die Kathode gesperrt und somit die Anode natürlich kann jetzt die Spannung steigen, was auf der anderen Seite des Kondensators dafür führt, dass die Spannung runtergeht. Und somit wird die andere Röhre jetzt Richtung 0 Volt gezogen, das Gitter, und somit sperrt die Röhre. Das Sperren heißt aber, dass hier auch wieder die Anode jetzt wieder Richtung positive Richtung geht,
aufgrund des Vorwiderstands. Und das Spiel wiederholt sich jetzt auf der anderen Röhre, dass jetzt dort das Gitter wieder Richtung 0 Volt geht und dort jetzt der Kondensator wieder auf der Anode-Seite auf positiv geht. Und das damit gleichzeitig die andere Seite des Kondensators wieder nach unten geht. Und je mehr ich halt das Poti auf 0 Volt schiebe, zur Richtung 0 Volt schiebe, umso mehr Hubraum hat der Kondensator, um sich zu laden und zu entladen. Somit ist dann die Frequenz entsprechend gering. Sobald ich den Kondensator, Entschuldigung, das Potentiometer Richtung Betriebsspannung nach oben schiebe, werden natürlich die Potentiale auf den Steuergittern immer mehr Richtung Anode verschoben. Und jetzt geht das Spannungsdifferenz in den Kondensatoren natürlich fast auf, nicht ganz auf Null, aber es ist natürlich nur sehr gering und somit sind sie sehr schnell geladen und wieder entladen. Somit ist die Frequenz dann sehr hoch. So, im zweiten Schritt wird jetzt der andere Teil der Schaltung aufgebaut, nämlich die Röhre. So, es ist 3:47 Uhr nachts und die Sitzung war von Erfolg gekrönt. Das ist jetzt die verbundene EN10. Mit der Zündelektronik. Wobei die Zündelektronik ist relativ einfach. Die Kathode ist direkt auf das 0-Volt-Potenzial gelegt. Die Anode wird über einen Vorwiderstand, in diesem Fall 3 Kiloohm, zur positiven Betriebsspannung gelegt. Parallel dazu ist der Ladekondensator, in diesem Fall 6,8 Mikrofarad. Das ist hier die dicke Bertha. Der Trigger 1 ist der negative Zündimpuls. Der wird vom Oszillator mit einem 100 NF-Kondensator eingekoppelt. Nach Schaltplan war es nur ein NF. Eigentlich habe ich auch hier den 100 NF-Kondensator benutzt. Das ist dieser. Und die zweite Triggeranode wird auf ein festes positives Potenzial über den 56 Kiloohm Widerstand gelegt. Dann verbunden zur Anode. So, wenn ich das Ganze jetzt befeuere, der pingende Sound kommt aus der Röhre. Ich versuche mal die Zündentladung etwas besser festzuhalten. Sehr schwierig im Bild zu erfassen, weil der Zündvorgang sehr schnell geht.
Ich versuche mal im Anschluss eine Zeitrafferaufnahme. Ich weiß auch nicht, ob jetzt genug Licht da ist für das 4K-Video. Also es kann sein, auf dem Bildschirm sieht es noch gut aus, aber es kann sein, dass es später auf dem großen Monitor jetzt unscharf ist, beziehungsweise stark granuliert. Gut, ich versuche jetzt mal die Zeitrafferaufnahme. Und natürlich kann auch die Frequenz geändert werden. Wenn ich die Kamera versuche ruhig zu halten, ist der Blitz besser zu sehen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was davon jetzt sinnvoll aufgezeichnet wurde. Aber die Stroboskopröhre funktioniert. Die Kamera kriegt jetzt nur keinen Fokus. Aber man kann sich ungefähr denken, wie das Ganze, wie die Röhre aussieht. So, ich schalte jetzt die Spannung aus. Und der Oszillator fängt langsam an, sich komplett zu entladen. Nochmal mit scharfem Bild. Der Oszillator fängt an. So.
Ich probiere jetzt mal eine andere Kamera. Und eine etwas andere Beleuchtung. Im schlimmsten Fall heißt es End of the Line. So, danke für das Interesse und zum Schluss noch einen kleinen Vorgucker auf das nächste Video. Und zwar, es geht um das Mysterium der ECC 83 oder anders ausgedrückt, was ist der Unterschied zwischen der ECC 81, 82, 83 und 84? Bis dahin, gute Nacht draußen, wo immer ihr seid und bis bald.